Jetzt bei Schläferz. Hello, howdy und Hallöchen. Ein Ober-Mega-Action-Knaller der Superlative Deluxe. Captain America. Blaubeerboy versus rote Bete-Birne. Ich glaube, die Amerikaner haben einen jämmerlichen Schwächling zu ihrem Champion gemacht. Er ist vielleicht kein Superman, aber er wird ein lebendes Symbol für das werden, was dieses Land hier repräsentiert. Oh Gott. Peinlicher geht's ja wohl nicht mehr. Ich hätte noch ein bisschen mehr üben sollen. Halt die Fresse! Ich glaube, das wird hier ein Riesenhaufen American Mega Bullshit. Mir wird nämlich gleich schlecht. Hello, howdy und Hallöchen, my dear fellow Schläfazians, verehrte mitleidende und geschätzte Bürger unserer geliebten und geschätzten USA, der United Scheißfilm-Anhängerschaft. Willkommen zu einem wahrlich gigantischen und über alle Maßen spektakulären Schläfatz, ja? Getreu unserem neuen Motto, Make Schläferz Great Again, würde ich sogar sagen, zum großartigsten Schläferz aller Zeiten, den Gott selbst an diesen Platz gehoben hat. Captain America! What the fuck? Echt jetzt? Wir sollen heute die motherfuckte US of A feiern? Diese bekloppigotte Bumsbirn-Nation schwer bewaffneter Landeier und reaktionärer Hobbyrassisten, die freiwillig einen geisteskranken Kleinstirn-Egomanen zum Präsidenten gewählt haben, der aussieht wie eine sprechende Orange mit schief gefilmten Arschhaar vom Galloway-Rind. Are you hell fucking serious? Nein, Peter, nun beherrsch dich doch mal. Und beleidige nicht wieder fremde Nationen, Mensch. Irgendwann landest du noch mal in der Wer-zuletzt-Lachzelle im Comedy-Trakt von Guantanamo. Sei lieber vorsichtig, ne? Beim Waterboarding kann man nicht rauchen, vergiss das nicht. Also, noch mal von vorn. Nein, wir feiern natürlich nicht die Vereinigten Staaten von Absurdistan an sich, sondern nur den berühmtesten Vertreter ihrer Ideen und Ideale, den Verfechter des amerikanischen Traums von Freiheit und Gerechtigkeit, Captain America. Wer soll das denn sein? Irgend so ein abgehalfterter amerikanischer Fregattenkapitän vom Traumschiff? Die American Florian Silvereyen? Mensch, Peter, das redet doch nicht so ein Blödsinn. Ich spreche natürlich hier von der fantastischen Comic-Fantasy-Figur Captain America, Gründungsmitglied und langjähriger Anführer der legendären Avengers, der bereits im Zweiten Weltkrieg gegen die Nazis gekämpft hat und dann jahrzehntelang im ewigen Eis eingefroren lag. Ach so, eingefroren. Quasi der amerikanische Captain Iglo. Mr. Schlemmerfilet, der furchtlose Falter für Freiheit und Fischstäbchen. Nee, wirklich, jetzt reicht's, Peter. Du bist einfach zu albern heute. So kommen wir nicht weiter, Mensch. Also sei jetzt einfach mal still und hör zu, was der schlaue, dicke Mann zu erzählen hat. Das ist nämlich sehr, sehr interessant. Ach du Scheiße. Klappe zu. Also, liebe Zuschauer, wie die meisten von Ihnen ja sicher selber wissen, ist der von Joe Simon und Jack Kirby ersonnene Steve Rogers alias Captain America eine der berühmtesten und beliebtesten Figuren des Superhelden-Comic-Imperiums Marvel, der sein Debüt allerdings bereits 1941 bei Timely Comics hatte,
hatte, wo er als Nationalheld vor allem gegen Hitler und die Nazis kämpfte. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Heftreihe zwar eingestellt, aber 1964 holte ihn Stan Lee ins Marvel-Imperium zu der schon erwähnten Superhelden-All-Star-Gruppe The Avengers. Verbunden mit der Geschichte, dass der wackere Captain bei seinem letzten Kampf gegen den schurkischen Obernazi mit dem roten Schädel, a.k.a. Red Skull, im ewigen Eis eingefroren und erst in der Neuzeit wieder aufgetaut wurde. Entschuldige die kurze Unterbrechung, Großer Meister Schwafelsack. Aber jetzt, wo du sagst, kommt mir die Geschichte von Bruder Bofrost ja doch irgendwie bekannt vor. Gab es da nicht erst kürzlich eine gar nicht mal so unerfolgreiche Verfilmung oder sogar mehrere? Auch noch mit so einem langhaarigen Hammerheinz dabei und dieser fliegenden Blechbüchse und dem grünen Muskelfettsack in den zerrissenen Hosen und dann... Ja, jetzt versündige dich nicht gegen die größten Superhelden dieser Erde, wenn nicht gar des Universums. Aber im Grunde sprichst du ja so etwas Ähnliches wie die Wahrheit. Ich meine, du meinst Thor, Iron Man und den Hulk, eben die mehrfach erwähnten Avengers. Und ja, seit 2011 gab es nicht weniger als 6 Captain America und Avengers-Filme rund um Steve Rogers, die gemeinsam mehrere Milliarden Dollar einspielten, zu den erfolgreichsten Filmen aller Zeiten zählen und die ich als alter Marvel-Fan allesamt als ziemlich großartig bezeichnen würde. Ja, und was sitzen wir dann hier? Also von denen wird Tele5 uns ja wohl keinen als Oster ins Nest gelegt haben. Da dürfte die Lizenz von einem einzigen der Titel mehr kosten als die Produktion der bisherigen 6 Jahre Schläferts zusammen, oder? Ja, dann können wir jetzt auch Feierabend machen und nach Hause gehen. Da wartet noch eine Kiste Bier und 2 schlanke Stangen Zichten auf mich. Nein, halt, zurück auf deinen Pöter, Peter. Warum? Komm, du musst mich auch mal ausreden lassen, ne? Natürlich haben wir hier keine dieser grandiosen aktuellen Verfilmungen, aber wir haben den ersten offiziellen Versuch von Marvel, den blau-weiß-roten Helden auf die große Kinoleinwand zu zaubern, aus dem Jahre 1990. Gut, ja, da gab es jetzt noch kein CGI und das Budget war etwas kleiner, aber so lang ist das ja auch nicht her, ne? Und der Name Marvel bürgte schon damals für Qualität. Somit dürfte uns heute also ausnahmsweise mal ein wirkliches, kleines, viel zu lange übersehenes Juwel der Filmgeschichte erwarten, so dünkt es mir. Du redest wie gewohnt sehr viel. Jedoch so einiges davon im Konjunktiv, wie mir auffällt. Heißt das, du hast unseren Film diesmal noch gar nicht gesehen? Nein, das stimmt. Also ich war so aufgeregt und voller Vorfreude, dass wir wirklich mal einen echten, wahrhaftigen Marvel-Superheldenfilm bekommen. Ja. Dass ich mir diesen Spaß der zauberhaft zärtlichen Netzhautentjungferung nicht nehmen lassen und ihn mit dir zusammen zum ersten Mal genießen wollte. Ach, das tut mir jetzt leid. Also ich möchte deinen kindlich naiven Enthusiasmus ja auch überhaupt nicht bremsen, mein kleines Freudenferkel. Aber wenn ich hier mal so in diesem verrückten Internet schaue, ja, also was man da zu dem Captain America von 1990 so findet, ja, dann lese ich hier, dass er produziert wurde von dem Nachfolger der legendären Billigtrash-Schmiede Cannon Group, damals keinen Filmverleih in seiner Heimat fand, sondern nur irgendwann verschämt versteckt auf Video landete und international, Olli, das heißt in Portugal, der Türkei, Brasilien und Argentinien, insgesamt, rate mal, überragend beschissene $10.173 im Kino einspielte. Und laut eigener Aussage wurde der Drehbuchautor Stephen Tolkien bei der Premiere, ich zitiere, vor Schreck und Abscheu komatös. Komatös. Gut, das kann ja, das muss doch gar nichts heißen, Peter. Ja? Das weißt du selber. Qualität und wahre Kunst lassen sich nun mal nicht allein in Dollars messen. Hier steht auch, dass wohl irgendwann ein Großteil des Produktionsbudgets einfach verschwand. Woraufhin die Produzenten mit einem Plakat und einem Geldkoffer durch ganz Europa zogen, um irgendwie noch etwas Kohle einzusammeln. Und dass der Regisseur Albert Pyun teils tagelang mit leerer Kamera weiterdrehte, um die Dreharbeiten irgendwie am Laufen zu halten. Und am nächsten Tag vor dem Team behauptete, Achtung, im Kopierwerk hätte wohl jemand Mist gebaut und der tolle Film wäre vernichtet worden. Weißt du was? Du kannst einem wirklich alles schlecht reden.
Du alter Miesepäter. Fakten. Ja, aber ich lasse mir meine gute Laune nicht versauen. Oh nein. Also jedenfalls nicht von so einem missmutig misanthropischen Alleshasser und Fake-Gossip-Guru aus Stinkstiefelhausen. Ich freue mich auf Captain America. So, wir haben ja schon viele beschissene Superheldenfilme hier durchlitten, aber heute, ja heute, wird das ein Ober-Mega-Action-Knaller, der Superlative Deluxe Premium Platin mit Goldverzierung. Sicher? Mhm. Über den Regisseur Albert Pyun steht hier übrigens noch das Zitat: Man gab ihm $5,000 und 2 Stullen und dafür holzte er dir in der nächsten Kiesgrube 3 Endzeitfilme herunter. Und die Hauptrolle des Captain America spielt Matt Salinger, den man sonst rein gar nicht kennt, außer dass sein Vater J.D. Salinger den Klassiker Der Fänger im Roggen geschrieben hat. Aber der Regisseur meinte, dann sei er ja als Promisohn bestimmt gewohnt, mit großem Druck umzugehen. Nur Schauspielern konnte er deshalb anscheinend noch lange nicht. Na und? Dafür ist aber Ned Beatty dabei, ja? Der Handlanger von Lex Luthor in Superman 1 und 2. Bekannt aus Nashville, Network und dem Klassiker Beim Sterben ist jeder der Erste. Mhm. Zusammen mit Ronnie Cox übrigens, der außerdem noch bei Beverly Hills Cop und Robocop mitmachte. Und hier bei uns den Präsidenten spielt. Bam! So, was sagst du nun? Ich glaube, das wird hier wie immer ein Riesenhaufen American-Mega-Bullshit. Ja, ich kann jetzt in meinem Hirn schon riechen, wie die fette Filmwurst hier gleich stinken wird. Sag mir also doch lieber das einzig wirklich Wichtige, das es vorher noch zu wissen gibt. Wenn die Kacke dampft und kocht, welcher Drink wird eingelocht? Ja, eine überraschend intelligente, wie auch überaus bedeutsame Frage, mein pisselauniges Päterle. Ich schlage vor, obwohl wir uns hier ja nicht in einem klassischen Zweikampf-Schlieferz befinden, doch einen kleinen Battle zu veranstalten. Zwischen dem wahren Glauben an das Ehrliche und Gute gegen den ewig pessimistischen Defätismus eines alten, grummeligen Meckerknochens wie dir. Das heißt, immer, wenn der fantastische Captain America etwas wahrhaft Heldenhaftes leistet und das wird nicht wenig sein. Gönnen wir Fans uns einen herbheroischen Oh Captain, mein Captain America, hip hip hurra, der einem mit nur einem Schluck das Star-Sprangled Banner mit einem Fausthieb auf die Netzhaut zimmert. Und sollte er entgegen aller logischen Erwartung mal versehentlich etwas Dummes tun oder gar versagen, dann erheben wir mit mir auf sein lächerliches Losertum den nicht minderkräftigen Heidewitzker Herr Kapitän USA Tatütata, der uns durch einfachen Leberkontakt sofort sämtliche peinlichen Erinnerungen von der mentalen Festplatte löscht. Also gewissermaßen ein Action-Battle Team Hero versus Team Zero. Wobei ich dich und deine Gefolgschaft schon jetzt bedauere, da ihr diesen Abend wahrscheinlich mit staubtrockener Kehle durchleiden werdet. Ich jedenfalls vertraue fest auf die Fähigkeiten eines der größten, nobelsten, wagemutigsten und unfehlbarsten Helden der internationalen Comic-Geschichte. Na sicher. Das werden wir ja noch sehen. Ja, dann würde ich sagen, Fresse halten, Film einschalten, mein tapferer kleiner cineastischer Gülleschwimmer. Stell den Herd auf 12 und lass uns die Scheiße zum Kochen bringen. Ja, hören wir gar nicht auf den kleingeistig kläffenden Kulturpessimismus-Klabautermann und freuen uns einfach gemeinsam auf einen der wahrscheinlich größten und atemberaubendsten Superhero-Movies aller Zeiten. Und zudem ein historischer Moment in der Kinogeschichte. Handelt es sich hierbei doch um einen der ersten Versuche des fantastischen Marvel-Imperiums, einen ihrer Helden auf die große Leinwand zu bringen. Ladies and Gentlemen, das stolze Schlachtschiff Schläferz unter der Leitung des noblen Kapitän Kalk und seinem chronisch kielgeholten Kartoffelschäl-Azubi Peter proudly presents Captain America von 1990. Film ab und Action! Irgendwie habe ich das Gefühl, das könnte heute ganz besonders furchtbar werden mit diesem Captain America. Jetzt entspann dich und vertrau mir einfach. Also was Schlimmeres hättest du jetzt nicht sagen können. Thank you.
Cato il Divino. Ascolta. Venite. Con che diritto invade la mia casa? Fuoco! Il ragazzo è stato scelto per la sua perfezione mentale. Lasciatelo! Lasciatelo! Darf ich Sie bitten, meine Herren? Die gleiche Daten, auf eine Art und Weise verändert durch eine Erfindung unserer Wissenschaft. Das arme Tier, wie Sie sehen, werden es zweimal früher und zweimal schwer. Frau Dr. Therese Vaselli. Il ragazzo. Lasciatemi andare. Sarebbero state cavie umane. No! Non potete fargli questo! No! Lasciatelo andare! No! Sieben Jahre später. Es trägt den Namen Projekt Wiedergeburt, Mr. President. Dr. Vaselli, eine Wissenschaftlerin, die aus Italien geflohen ist, hat eine Methode entwickelt, mittels der sie aus einem behinderten Jungen einen Spitzensportler machen kann. Hitler hat bereits ein Exemplar dieses Supermenschen. Es ist ein italienischer Junge, der The Red Skull genannt wird.
Wir werden ein Regiment dieser Männer erschaffen und haben bereits in Kalifornien unseren ersten Freiwilligen gefunden. Sein Name ist Steve Rogers. Kinder, geht mal da weg und nehmt die Finger aus der Bohle. Oh, das Zeug schmeckt toll, aber ich glaube, man kriegt davon Läuse im Bauch. Ach, du spinnst ja. Steve ist nie darüber hinweggekommen, dass sein Vater im Krieg gefallen ist. Du musst mir versprechen, dass du es immer bei dir trägst, egal wo du hingehst. Das Medaillon. Oh, Mom. Sein Kamerad hat dieses Foto auf dem Schiff gemacht. Sie wollten zum Guadalcanal. Sie haben es mir mit seinen Sachen hergeschickt. Und jetzt geh. Du wirst genauso stark und tapfer sein, wie er es war. Ich werde mein Möglichstes tun. Aber du musst ein bisschen vorsichtiger sein. So, nimm deine Sachen, Junge. Sie werden gleich hier sein, um dich abzuholen. Ich hab dich sehr lieb. Na komm schon, wir machen noch eine Aufnahme von der ganzen Familie, okay? Ja, der scheidende Held mit seinen geliebten Freunden. Dann wollen wir mal. Also los. Ist doch nur ein Foto. Wo ist sie denn? Noch einen Augenblick, Russ. Entschuldig bitte einen Moment, dazu brauchen wir noch Bernie. Bernice? Bist du denn von der Party weggegangen? Weißt du verlässt mich, weil du ein Spion bist. Ich weiß es. Oh, Steve, das tut mir leid. Ich sage das nur, weil ich dich liebe. So sehr liebe. Es ist ein komisches Gefühl, wenn ich nicht weiß, was du tust und wohin du gehst. Zeig ihnen, was in dir steckt, Junge. Ich werde mir Mühe geben. Auf dich. Immer und ewig für alle Zeiten. Komm bitte wieder, Steve. Hallo, Steve. Dr. Faselli. Mach's gut. Alles Gute, Junge. Junge. Ich sehe, dass Sie Angst haben, Steve. Ja, etwas schon. Eine Woche später. Folgen Sie mir bitte, Sir.
Aber gern, Lieutenant Fleming. Das ist alles, was Sie für das College brauchen. Ich meine... Ist der Schmorbraten heute zu empfehlen, Rose? Ja, er ist genauso gut wie gestern. Nun, wir hängen noch unsere Mäntel auf. Tun Sie, was Sie nicht lassen können, Mister. Lieutenant Fleming. Menschen steht auf dem Spiel. Unsere Jungs von der Abwehr haben uns mitgeteilt, dass die Deutschen eine Experimentalrakete startklar haben, um sie innerhalb der nächsten 5 Tage auf ein Ziel in den USA abzuschießen. Wir müssen abwarten und sehen, wie es ihm geht. Er ist unsere einzige Hoffnung, Doktor. Wenn sich sein Zustand bessert, werde ich Sie umgehend informieren. Colonel? Colonel Lewis. Was sagten Sie gerade über diese Rakete? Schutzschild klar. Ich hätte noch ein bisschen mehr üben sollen. Ungefähr einen Monat. Ach, keine Bange. Die beiden Leute von der Resistance werden Sie unterstützen und zum Startgelände durchschleusen. Das ist so, als ob Sie zu einer Party gehen. Außerdem haben Sie diese verrückte feuerfeste Uniform, die Dr. Faselli für Sie entworfen hat. Also von Tarnung hatte sie nicht besonders viel Ahnung. Nein, stimmt. Aber ich garantiere Ihnen, sie stand auf Rot, Weiß und Blau. Colonel Lewis. Sir, da ist noch etwas, worüber nie gesprochen wurde. Was glauben Sie, wann ich für mein Bataillon Verstärkung kriege? Dr. Faselli hat nicht das Geringste über das Verfahren notiert. Es gibt keine Aufzeichnungen. Das gilt übrigens auch für die Uniform und den Schild, den sie für Sie gebaut hat. Sie wollte absolut sicher gehen. Tut mir leid, Steve. Es wird wohl nie jemanden geben, der Ihnen gleichkommt. Fertig! Sind Sie soweit? Ja, ich bin soweit. Ich werde Amerika nicht enttäuschen, Sir. Und Absprung! Ich liebe dich, Bernie! Gott möge Sie segnen, Captain America. Nachhilfeunterricht zu geben. Ich glaube, die Amerikaner haben einen jämmerlichen Schwächling zu ihrem Champion gemacht. Habt Mitleid mit ihm! Er ist ja noch ein Kind! Dr. Faselli hat einen Blindgänger erschaffen. Where is the pen of my aunt? The pen of my aunt is on the table. Ist meine Aussprache korrekt, Amerikaner? Ich möchte perfekt Englisch sprechen, wenn ich nach New York komme. Der Stoßtrupp verlässt die Abschussrampe.
du bist das perfekte Symbol für Amerika, mein Bruder. Schwach und mitleiderregend. Du hast es nicht einmal geschafft, mir Englisch beizubringen, doch ich denke, ich habe fleißig geübt, während du schliefst. Where is the big bomb going? The big bomb is going to... Wie sagt ihr zum Weißen Haus? Nein, sag's mir nicht, ich weiß es. Es heißt White House. Ein Geschenk für Präsident Roosevelt. Sag mal, könntest du dir vorstellen, dass ich Präsident der Vereinigten Staaten werde? 15! 14! 13! 12! Warte! 11! 10! Hör mir zu! No time, Flyboy! 2 reisen genauso billig wie einer, du wahnsinniger Bastard! Halte die Uhr an! Stopp den Countdown, hey, oder ich nehme ihn mit! Stopp den Abschuss! Unmöglich! Es ist zu spät! Zu spät! Es ist niemals zu spät! Ah, wir müssen uns tarnen! Der Start ist erfolgt, die Rakete ist ab! Miss Kimball, erklär mir bitte, warum du aufgestanden bist. Es ist 4 Uhr morgens. Wie kannst du erwarten, dass ich schlafe, Mom? Schließlich sind wir in Washington, D.C. Na schön, und genau da sind wir auch noch morgen früh, wenn du aufwachst. Leg dich wieder hin. Mom, ich will den Präsidenten sehen. Weg jetzt bloß nicht deinen Vater. Er hat morgen früh eine Besprechung im State Department. Wenn ich groß bin, werde ich auch Präsident. Gute Nacht. Schlaf gut, Mr. President. Irgendwo in Alaska. Meine lieben Zuschauer, atemlos durch die Nacht sind wir 2 jäh aufgewacht. Ja, was für eine wilde Schlittenfahrt der Emotionen. Was für ein Actionfeuerwerk der Raketenstufe Rumsdi-Bums mit Sternchen haben wir hier bisher erleben dürfen. Hä? Rumsdi-Bums mit Sternchen? Hast du vielleicht einen anderen Film gesehen als ich? Das war ja bislang wohl mal absolut gar nichts. Noch nicht mal ein verzagter Furzversuch mit Korken im Pöter. Ich sage nur, Team Zero versus Team Hero 17-10. 17. Das ist doch alles hier nichts als ein schief aufgepumpter Lutscher in einem peinlichen USA-Strampelanzug, dein Captain Anabolika.
Nein, da hätte ich ja mehr Respekt vor Harald Glöckler im Nachthemd als vor diesem blauen Schlumpf mit Gummiohren, ganz ehrlich. Nun mal halblang, ne? Kapitän Hampelmann. Du machst dir ja auch nicht gerade die beste Figur in deinem einteiligen Karnevalskörperstrumpf. Bitte? Ja, und dass man unserem armen Superhelden falsche Segel an die Rübe tackern musste, das kannst du ihm jetzt auch wirklich nicht vorwerfen. Das Kostüm wurde nämlich von Vin Burnham entworfen, die auch die Fledermausanzüge für die Batman-Filme von Tim Burton gemacht hat. Jawohl, ja. Aber an der adäquaten Hörgerätöffnung für Captain Arsch mit Ohren ist sie letztlich gescheitert. Ne? Und deshalb wurden ihm halt einfach ein paar künstliche Latex-Lauschlappen an die Schädelecken geklebt. Ist so. Bla, 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 tiralala. Das ist mir doch völlig Wumpe, ob sich der Idiot jetzt irgendwelche Fake-Löffel aus Gummi oder Hasenohren aus Marzipan an die Murmel kleistert. Ich bin doch kein Urologe. Aber er ist und bleibt einfach ein so stinkend fauler, ja, Vollidiot, ne? Und überhaupt, ich kapiere gar nicht, was das alles soll bisher. Also gar nichts. Da wird von italienischen Nazis am Anfang eine ganze Familie abgeballert, nur um den besonders schlauen Bubi am Piano zu entführen und dann durch ein verbotenes Verwandlungsexperiment zu einer Art Superkämpfer umzubauen. Dr. Faselli, eine Wissenschaftlerin, die aus Italien geflohen ist, hat eine Methode entwickelt, mittels der sie aus einem behinderten Jungen einen Spitzensportler machen kann. Hitler hat bereits ein Exemplar dieses Supermenschen. Es ist ein italienischer Junge, der The Red Skull genannt wird. Hä? Dieser kleine höfliche Bursche wurde dann nur 7 Jahre später zum 20 Jahre älteren Red Skull mit der abgenagten Knochenrübe? Wie das denn? Und der war doch auch gar nicht behindert. Der war nicht behindert, der hat bloß Klavier gespielt und galt als besonders intelligent. Ja, gut, also ich sag mal, höflich, künstlerisch begabt und intelligent. Ne? Das gilt bei Nazis schon als Behinderung. Das ist ja heute noch so. Ja. Aber der Rest und wie dieses Mittel jetzt funktioniert, das wurde von dem General mit dem Eierwärmer doch am Anfang super erklärt. Auf eine Art und Weise verändert durch eine Erfindung unserer Wissenschaft. Das haben wir Tiere. Wie Sie sehen, werden es zweimal klüger und zweimal schwerer. Na gut, zugegeben, also Deutsch-Volkshochschulkurs 3-. Und ich weiß auch nicht, wie man an der gehäuteten, rot lackierten Riesenratte erkennen sollte, dass sie zweimal klug und zweimal stärker war, als wer jetzt auch immer. Ich meine, da lag ja weder ein ausgefülltes Kreuzworträtsel im Käfig, noch sahen sie die Ratte beim Hanteltraining, oder? Also für mich erschien sie einfach zweimal so nackt und dreimal so hässlich wie ihre Kollegen. Gut, aber wichtig ist ja nur, dass wir verstehen. Durch diese Methode wurde aus dem netten italienischen Klavierknaben ohne weitere Gründe der abgrundtief böse Mega-Schurken-Nazi-Red Skull. Und weil sich Mama Miracoli für ihre eigene Erfindung am Ende dann irgendwie geschämt hat, ist sie abgehauen und hat das gleiche Verfahren an die Freunde Amerikaner verscherbelt. Allerdings ohne die Nebenwirkung, dass am Ende der Kopf aussieht wie ein kandierter Liebesapfel mit Augen. Sie geben mir die Chance, Unrecht wieder gut zu machen. Ich danke Ihnen dafür. Von ganzem Herzen, Steve. Woher haben Sie das Versuchskaninchen? Er war der allerbeste Kandidat von 600 ausgesuchten Freiwilligen. Ach komm, erzähl doch keinen Scheiß, du schwachsinnschwafelnder Schnauzbart-Schnulli! Du kannst uns doch nicht im Ernst erzählen, dass dieser langweilige, charisma-amputierte Humpelheinz mit der kantigen Dauer-Depri-Visage unter 600 ausgewählten Top-Behinderten der beste Kandidat für den komischen Superman-Apparillo sein soll! Ich tu doch nicht gleich schon wieder so auf, Peter, nein! Ach. Nimm das doch einfach mal so hin, was die da erzählen. So groß ist die Auswahl an coolen Intelligenzbolzen bei den Amis halt nicht. Guck dir doch nur an, wer gerade Präsident geworden ist, ja? Ich meine, das war ja da anscheinend auch der Beste, den sie damals gerade hatten. Nein, dagegen kannst du mit dem dösigen Glotzfisch hier sogar noch ganz zufrieden sein. Ne? Frau Dr. Frankenstein Forzelli allerdings ereilt dann am Ende ja doch ein eher trauriges Schicksal. Eine bemerkenswerte Arbeit, Dr. Faselli. Ich gratuliere Ihnen. Heil Hitler! Reingefallen.
reingefallen auf den ältesten Nazi-Fake-Bedankungstrick der Welt. Gott, ist die doof. Aber doof sind die übrigens ja alle hier, ne? Finde ich. Da ist doch bisher keiner dabei, der seine Suppe nicht mit der Gabel isst. Schau dir doch nur mal an, wie sich Captain Amöbius gleich bei seinem ersten Treffen von Serums Bruder Rotköpfchen nach Strich und Faden vermöbeln lässt, wie ein schwächlicher Erstklässler auf dem Pausenhof der Schulabbrecher. Und am Ende wird er noch mit einer versteckten Pieksenadel schachmatt gesetzt. Peinlicher geht's ja wohl nicht mehr. Dr. Facilli hat einen Blindgänger erschaffen. Where is the pen of my aunt? The pen of my aunt is on the table. Ja, aber dafür hast du ein bisschen Englisch lernen können, nicht? Ganz umsonst. Wo hast du das denn bitte sonst, ja? Dass du noch einen kostenlosen Sprachkurs zur Knaller-Action dazu bekommst. Das nenne ich mal Entertainment mit Niveau. The pen of my aunt is on the table. Der Penis von Onkel Anton liegt auf dem Tisch. Das sind Sätze, die man zu allen Anlässen verwenden kann. Ja. Mhm. Und auch wenn sich Captain Alzheimer bei seinem ersten Auftrag vielleicht noch nicht wirklich mit Ruhm vollgekleckert hat, also wie er im letzten Moment noch Le Crâne Rouge überlistet hat, also ich sage mal, das war doch wohl Pfiffigkeit der Schlauschweinchenstufe 1. Der Alte, ich sage was vermeintlich ganz Wichtiges so leise, dass der Gegner ganz nah an mich herankommen muss, Trick. Das ist ganz alte Agentenvorschule, ja. Sowas sieht man heute höchstens noch, wenn Zickenkrieg ist beim Bachelor, bevor der Rosenkasper eine gesemmelt kriegt. Hör mir zu, no time, Flyboy. Zwei reisen genauso billig wie einer, du wahnsinniger Bastard. Halte die Uhr an! Unmöglich! Es ist zu spät! Zu spät! Eins! Es ist niemals zu spät! Ah, wir müssen uns tarnen! Der Start ist erfolgt, die Rakete hebt ab! Das kann doch nicht wahr sein! Hier ist doch wirklich einer bescheuerter als der andere. Nicht nur, dass der angeblich so brillante und ultrafiese Mega-Superschurke sich austricksen lässt, wie eine minderbegabte Fünfjährige beim Kuchenbacken im Sandkasten, dann schneidet sich der feuerrote Pimmelkopf auch noch die eigene Hand ab. Mit einem stumpfen Brieföffner, anstatt einfach dem dusseligen Captain Versager seine beschissene Flunke abzusäbeln. Also für so viel unfassbare Blödheit habe ich einfach kein Verständnis mehr. Wenn der seine Schnürsenkel mal nicht aufkriegt, sägt er sich wahrscheinlich auch noch die Füße ab. Na gut, ja. Ja, auch hier gebe ich dir ja zumindest teilweise recht, nicht? Das waren jetzt wirklich keine Glanzleistungen der taktischen Kriegsführung und menschlichen Intelligenz ganz allgemein, ja? Jedoch, wenn wir über diese klitzekleinen, ich sage mal gerade mal kontinentgroßen Logiklöchlein hinwegschmunzeln, dann bleibt uns bis jetzt doch als Auftakt ein sehr schwungvoll vergeigtes an Tempo, Armut, reiches Kapitel moderner Superhelden-Action im ungewollten Camp-Comedy-Stil der alten Adam-West-Batman-Serie der 60er Jahre. Nur, dass man damals noch absichtlich komisch sein wollte. Ne? Also der Raketenflug Richtung Weißes Haus mit dem angeschnallten Captain Düsentrieb, der den Flugkörper ganz kurz vor der ungefragten Weißhausbesichtigung noch mit ein paar einfachen Tritten aus der Bahn werfen kann. Nur, weil er im Anflug den schlafwandelnden Präsidentensohn beim Knipsen von schweinischen Fotos entdeckt hat. Ja, also das ist schon ein kleiner Meilenstein in unserer bisherigen Schläferz-Absurditäten-Historie. Wow. Oh. Ja, das ist definitiv mit keinem Kommentar
mehr zu toppen. Und dass die Jux-Rakete mit dem blöden Passagier dann auch noch ohne zu explodieren irgendwo in einem Schneehaufen in Alaska landet und unser Rocketman dort gemütlich einfriert wie ein Eis am Stiel, darüber wollen wir am besten auch gar nicht mehr sprechen. Ne? Wollen wir nicht. Nee. Ich sage nur, Captain am Arsch, die Räuber. Du bist wirklich der dämlichste Superversager aller Zeiten. Chapeau. Was in Zahlen so viel heißt wie Team Zero 17, Team Hero schlappe 10 Gnadenschlucks. Ja, okay. Okay, okay. Gut, Peter, lass uns nicht weiter streiten. Ist in Ordnung, ja? Gut. Ich gebe es zu. Du hast recht. Ja? Und du hast gewonnen. Ich gratuliere dir. Rein, Schläferz! Reingefallen. Ja, kleiner Scherz. Hey, Peter, kannst wieder hochkommen. Na los. Hey, das waren doch nur Platzpatronen. Also, hoffe ich jedenfalls. Ich hatte jetzt nicht so ganz genau nachgeschaut. Na, egal. Er wird sich schon wieder berappeln. Und wir machen so lange weiter mit unserer schwindelerregenden Superheldensause. Film ab! Ah, da bist du ja wieder. Und dieser Typ hing an der Rakete und schlug auf den Flügel ein. Und damit hat er verhindert, dass das ganze Weiße Haus und Präsident Roosevelt in die Luft fliegt. Du glaubst mir doch, nicht wahr, Sam? Na klar, glaube ich dir. Fotos lügen nicht und die besten Freunde auch nicht. Ist schon toll, dass ich dein Freund bin jetzt. Weißt du auch, warum du nicht in die Luft geflogen bist? Warum denn? Weil ich dir meinen Captain Midnight Glücksdecorder geliehen habe. Du hast ihn doch noch, oder? Na klar, logisch. Siehst du, ich hatte dir ja gesagt, das funktioniert. Herzlichen Dank, Sam. Ist okay, hör zu. Wir müssen rauskriegen, wer er war. Hat er vielleicht einen Dreizack? Nein, natürlich hatte er keinen Dreizack. Okay, dann war er schon mal kein U-Boot-Fahrer. Wenn es ein Kamikaze-Flieger gewesen wäre, hätte er die Rakete ins Weiße Haus gelenkt. Hat er eine Maske getragen? Ja, sie war blau. Mit einem weißen A drauf. Sehr interessant, Tom. Mann, das gibt einen Wahnsinnsartikel für die Schülerzeitung. Es war das Aufregendste, was ich je in meinem Leben gesehen habe. Und ich schwöre dir, ich werde es nie vergessen. Nie, nie und nimmer. Bedingungslose Kapitulation Japans. Tom Kimble macht sein Abitur. Er ist Repräsentant einer neuen Nachkriegsgeneration, die im Raumfahrtzeitalter lebt. Jeden Preis zahlen, jede Bürde tragen und jeden Feind wie die Schranken weisen wird. Tom Kimble soll sich freiwillig für Vietnam gemeldet haben, um seinen Pflichten als Amerikaner nachzukommen. Für einen Menschen ein kleiner Schritt, aber ein gewaltiger Schritt für die Menschen. Ich war nie einer, der aufgibt. Der gute Tom gab seine Praxis auf, um nach Afrika zu gehen und dort zu helfen. Sein Gewissen hätte es ihm nicht erlaubt, hier rumzusitzen und nichts gegen die Armut zu unternehmen. Es gab eine Zeit in der Geschichte dieser Nation, als das Volk sich eine Verantwortung für die Welt, in der es lebte, auferlegte. Und ich sage Ihnen, es ist an der Zeit, dass wir wieder dahin zurückkehren. Thomas Kimble wurde gestern mit der Perspektive gewählt, dass ein Mann sehr wohl etwas verändern kann. Kimble wurde mit dem knappsten Vorsprung in der Geschichte zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt. Präsident Kimble reist diese Woche nach Rom, wo er mit Führern aus 27 Nationen zu einem historischen Treffen zusammenkommt. Er wird dort versuchen, einen multilateralen Bann der Umweltverschmutzung durch die Industrie vertraglich festzulegen. Wir werden viele neue Jobs schaffen müssen für Menschen, die Wegwerfartikel produzieren. Toxine und Haushaltspestizide. Das ist eine bittere Pille. Aber Medizin, die helfen soll, schmeckt gewöhnlich nicht gut. Und trotzdem müssen wir sie einnehmen. Es ist allerhöchste Zeit. Denn wenn wir diese Medizin jetzt nicht einnehmen, ist es unser Tod. Er kommt langsam und lässt sich nicht aufhalten. Ich danke Ihnen. Ah, General Fleming.
Mr. President, ich habe mir erlaubt, Ihre Gesetzesvorlage zum Umweltschutz zu lesen. So klappt das nicht, Sir. General Fleming, die Umweltschutzrichtlinien sind festgeschrieben und ich glaube nicht, dass Sie oder das Pentagon genug Senatoren auf Ihrer Seite haben, um sie zu ändern. Nun, Sir, ich möchte auch auf einem sauberen Planeten leben, genau wie alle anderen Menschen auch. Aber Sie können nicht erwarten, dass wir unser Festmüllaufkommen um 90% reduzieren in den nächsten 6 Monaten. Sie wollen also einen Deal machen? Ja, das ist ganz und gar meine Absicht, ja. Dann kaufen Sie sich einen Gebrauchtwagen. General, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Ja, Sir, ganz meinerseits. Ach, übrigens, Mr. President, alles Gute für Rom, Sir. Danke sehr. Nach dem Krieg, als ich unter dem Namen Red Skull bekannt war, ging es mir nicht besonders gut. Doch Sie, Gentlemen, haben mir geholfen. Also, wie kann ich mich revanchieren? Wie ich höre, sind Sie mit einer kleinen Drohung des amerikanischen Präsidenten konfrontiert. Oh, nein, danke. Falls Kimble nicht gestoppt wird, werden Sie sehen, dass alles, was Sie in der Vergangenheit aufgebaut und geplant haben, geradewegs den Bach runtergeht. Und zwar so schnell, dass Ihnen davon schwindelig wird. Übertreiben Sie da nicht ein bisschen, General? Nein, ganz und gar nicht. Schluss damit! Ich möchte nur wissen, wann wir diesen Hurensohn umbringen. Und wie. Wir legen ihn überhaupt nicht um. Wir tun es nicht? Nein. Sehen Sie, ein Mord wirbelt nur Staub auf. Ich habe 2 Jahre gebraucht, um Sirhan ausfindig zu machen. 3, um Oswald zu finden. Der Anschlag auf King hat uns allein $22 Millionen gekostet. Und was ernten wir für all diese Mühe? Heilige. Märtyrer ihrer Sache. Sie, meine Freunde, sind Staatsmänner. Generale. Vorstände der Industrie. Ich bin nur ein bescheidener Geschäftsmann, der sich der Wissenschaft verschrieben hat. Bevor Sie Ihre Entscheidung fällen, möchte ich vorschlagen, dass wir Kimble nicht liquidieren, sondern unter unseren Einfluss bringen, indem wir ein Gehirnimplantat verwenden, das ich entwickelt habe. Dann wird er alles tun, was wir wollen. Hier drüben habe ich Sie entdeckt. Sieht komisch aus. Irgendwie finde ich die ganze Geschichte recht gruselig. Also beeilt euch. Over und Ende. Scheiße. Okay, Leute. Der Hubschrauber der Firma kann erst in 8 Stunden hier sein. Das Wetter ist leider nicht besonders gut. Ich weiß, dass ihr nicht begeistert seid, dass er hier drin aufgebahrt ist. Aber die Firma will es nun mal so, okay? Wir können nichts dagegen machen. Wer oder was zum Teufel ist das bloß? Was eben passiert ist. Entdeckung in der Arktis, Mann im Eis gefunden. Ja, was ist? Sam, man hat den Kerl von der Rakete gefunden. Es ist ein Wunder, Sam. Ich... Hör zu, ich kann vielleicht mit ihm reden.
Bist du sicher, dass das keine Zeitungsente ist? Erinnerst du dich an das Foto, das ich als Junge gemacht habe? Aber... Der Bursche, der das Weiße Haus gerettet hat, man hat ihn in Alaska gefunden. Wenn das wahr ist, dann ist er ein Geschenk des Himmels. Er könnte uns vielleicht helfen, unsere Probleme zu lösen. Sam? Stell dir mal vor, er hat vielleicht Reds Kall gegenüber gestanden. Er kann uns vielleicht eine Menge über ihn sagen. Entschuldige, verschone mich mit deiner Konspirationstheorie nur ein einziges Mal. Okay, du regierst jetzt dein gottverdammtes Land. Ich hab zu tun. Ich muss in den Kleiderschrank klettern und meine langen Unterhosen holen. Na schön. Das ist unglaublich. Ich brauche Präsident Kimballs Terminplan für die nächste Woche. Auf die Sekunde genau. Und aussagefähige Informationen über seine Sicherheitskräfte. Wird erledigt, Mr. DeSantis. Das ist er. Wer, Papa? Captain America. Er hat bestimmt vor, mich aufzuhalten. Kann ich mich darauf verlassen, dass meine Tochter sich darum kümmert? Absolut, Vater. Hat 6 Tote und 48 Verletzte gefordert. Erste Untersuchungen ergaben, dass die Bremsen defekt. Kam zu einem Erdrutsch, der durch die heftigen Regenfälle der letzten Tage ausgelöst wurde. Menschen kamen nicht zu Schaden. Jedoch wurden wichtige Zufahrtsstraßen durch die Geröllmassen verschüttet. Kommen Sie! Wer hat auf Sie geschossen? Nazis. Wer sind Sie? Es gab da eine italienische Wissenschaftlerin. Ihr Name war Dr. Fasselli. Dr. Fasselli. Ja. Also, sie muss gewusst haben, wie er vorher hieß. Ja, sie hatte einige Unterlagen, unter anderem ein Tagebuch. Wissen Sie zufällig, wo sie es versteckt haben könnte? Würden Sie bitte rechts ranfahren? Mir wird schlecht. Was? Würden Sie bitte rechts ranfahren? Mir wird nämlich gleich schlecht. Okay, einverstanden.
Ist alles in Ordnung? Ich meine, warten Sie doch! Moment mal! Hey! Sie können mich doch hier nicht stehen lassen! Kennst du diesen Kerl? Ja, allerdings. Das kann nicht wahr sein. Doch, ist es. Alle haben immer gesagt, dass im Einsatz vermisst nur eine andere Bezeichnung für in Fetzen gerissen sei. Aber ich habe das nie geglaubt, Steve. Nicht mal eine einzige Sekunde. Ich wusste, dass du am Leben warst. Ich denke, deswegen habe ich das Haus behalten. Damit du immer weißt, wo du mich finden kannst. Jack ist ein guter Mann. Er ist ein guter Vater.
Ich wurde 38. Und ich wollte doch Kinder haben, bevor es zu spät war. Sag bloß, du hast auf mich 16 Jahre lang gewartet? Oh, Steve, ich fühle mich so alt und hässlich. Und sieh dich doch an. Du bist doch nicht hässlich. Aber nicht. Oh, Bernie, ich glaube, das war alles vorherbestimmt. Die Spur endete auf einem LKW-Parkplatz etwa 400 Meilen von Vancouver entfernt. Aber halten wir uns einmal vor Augen. Wohin würden Sie zuerst gehen, wenn Sie 46 Jahre lang im Ausland gewesen sind? So, du hörst also von einem Reporter, der sich eingemischt hat, die Telefongespräche ab. Nach Hause, aber was soll's? Wir wissen nicht, wer er ist und noch viel weniger, wo er wohnt. Darum bin ich auf die Suche gegangen. Ich habe eine alte Akte ausfindig gemacht. Er ist ein berühmter Reporter, Papa. Er bekam zweimal den Pulitzerpreis. Wenn uns jemand zu Captain America führen kann, dann er. Du und dieser Typ. Du hast ihn gesehen. Und du hast ihn entkommen lassen. Sam Calavers auf Leitung 1, Mr. President. Hallo? Geschafft, Tom. Ich habe die Adresse seiner früheren Freundin. Sie heißt Bernice Cooperman, Crystal Court Nummer 80, Redondo Beach, Kalifornien. Stell dir vor, sie lebt dort seit 1937. Lass den Jetstart klar machen. Captain America ist in Kalifornien. Vielen Dank, dass ich in deinem Apartment wohne. Keine Ursache. Ich schätze, da, wo du warst, hatten die keine Videorekorder. Das stimmt. Und die Filme waren auch nicht in kleinen schwarzen Kartons, die man sich überall ausleihen kann. We will be able to speed up that day with all the frogs children. Ich mache auf. Sind Sie Bernie Stewart? So hieß ich früher. Kann ich Ihnen helfen? Sie haben keinen Grund, mir zu trauen, das weiß ich. Aber es ist sehr wichtig, dass ich Captain America so schnell wie möglich finde. Ich weiß nicht, wer Sie sind und ich habe nicht die geringste Ahnung. Entschuldigen Sie. Bernice, bitte. Ich bin auf Ihrer Seite. Ich kann es Ihnen beweisen. Ich muss nur noch... Hey! Jack! Wo ist er? Ich weiß es nicht. Wo ist Captain America? Es ist alles wahr. Alles, was er erzählt hat, ist wahr. Und alles, was in diesem Buch steht, ist wahr. Das bedeutet, Red Skull ist noch am Leben. Wenn ich ihn ausgeschaltet hätte, wäre das alles nicht passiert.
Oh Gott. Ich muss helfen, ihn zu finden. Dr. Fuseli hatte ein Tagebuch. Ich wette, darin ist Red Skulls richtiger Name verzeichnet. Hallo? Sie haben sie gefragt, wo Captain America wäre. Aber sie hat es ihnen nicht gesagt. Auch als sie versuchten. Was? Daddy! Er wird durchkommen, Madam. Er hat eine Schussverletzung und einen schweren Schock. Wir bringen ihn in St. Jones. Warten Sie eine Sekunde. Wo ist meine Mutter? Captain America, sehen Sie, hier, Captain Midnight, Decorda, geben Sie ihn, Tom. Okay? Okay, Sam. Bitte treten Sie zur Seite. Wir müssen ihn reanimieren. Entschuldigen Sie mich bitte. Herzstillstand. Nein! Nein! Bitte beruhigen Sie sich! Oh, Ma! Nein, lassen Sie mich! Ma! Oh, nein! Ganz ruhig. Who's bad? When Captain America throws his mighty shield. Hallo, howdy und hip, hip, hurra, Amerika. Ja, da sind wir auch schon wieder mit... Fresse! Was? Halt die Fresse, habe ich gesagt. Ich will nichts mehr hören von deiner lügenfressigen Scheißelaberei. Er ist kein Ehrenmann. Du bist kein Ehrenmann. Du hast mich nach dem ersten Teil bequatscht, belogen und belabert, dass ich dieses dämliche Nazi-Schurkenkostüm anziehen soll mit dieser furchtbar unbequemen Hämorrhoidenschädelmaske. Und dann sieht der echte Red Skull gar nicht mehr so aus, sondern plötzlich nur noch wie ein alter faltiger Exilindianer mit Sonnenbrand. Das ist er. Wer, Papa? Captain America. Er hat bestimmt vor, mich aufzuhalten. Kann ich mich darauf verlassen, dass meine Tochter sich darum kümmert? Ja, das stimmt ja. Aber das ist ganz leicht zu erklären. Wahrscheinlich war der geliehene Latex-Kirschkopf einfach zu teuer für die ganze Drehzeit. Da hat man sich gesagt, hey, das geht doch auch billiger. Ja, und richtig, wir haben es selbst getestet. Peter, du darfst die Maske jetzt auch abnehmen. Bitteschön, ja. Und voilà, Hokus Pokus Pöterkus. Aha, da ist er, der neue Red Skull. Ja, dafür musste ich nur eine kleine Zigarettenspur Richtung Solarium legen, eine Kiste Bier daneben stellen und warten, bis Peter auf der Liege eingeratzt ist. Dann den Visagengrill auf höchste Stufe drehen. Fertig. Deshalb habe ich so eine rote Rübe. Mhm. Ich dachte, das ist wieder der Ausschlag von meiner schlimmen Scheißfilmallergie. Da kriege ich ja auch immer so partiellen Flächenbrand. Und sag mal, bist du dir wirklich sicher, dass das bei dem Schauspieler nicht vielleicht auch einfach eine körperliche Reaktion war? Vielleicht hatte er nach dem Dreh der Anfangsszene endlich das Drehbuch fertig gelesen und dann so panische Hitzeflecken gekriegt und Risse in der Fontanelle vor lauter Scheißigkeit. Die sind ja auch so unregelmäßig, ne? Nein, im Gegenteil, Peter. Wo wir uns ja inzwischen langsam fragen, ob es überhaupt ein Drehbuch gab oder wessen Hund es kurz vor Dreh gefressen hat, behauptet Präsidentendarsteller Ronnie Cox bis heute noch in Interviews, das ursprüngliche Skript wäre... Zitat, brillant gewesen. Nein. Absolut brillant, witzig und eins der besten, das er je gelesen hätte. Hatte aber dann fast nichts mehr mit dem zu tun, was am Ende gedreht wurde. Wohl, weil den Regisseur die Figur des Captain America gar nicht wirklich interessierte. Und am Ende so wenig Geld vorhanden war, dass wirklich gar nichts mehr ging und selbst die Hauptdarsteller noch zusätzlich Statistenrollen ausfüllen mussten. Ja, wie zum Beispiel unser Narben
langnasiger Oberschurke Red Skull, der aus Schauspielermangel dann auch noch mal fix als Arzt dran musste. Apropos mangelndes Interesse an Captain America, das verspüre ich inzwischen ja auch irgendwie. Jedenfalls scheinen mir alle anderen Figuren wesentlich interessanter zu sein als der dösige Blaumann mit den Gummilauschern. Der Präsident will wenigstens die Umwelt retten. Sein dicker Kumpel versucht, den angewachsenen Bleistift vom Ohr zu lösen. Und der fiese General möchte das auf dem Schloss von Onkel Sonnenbrand alles nochmal in der Gruppe ausdiskutieren. Schluss damit, Schluss damit! Ich möchte nur wissen, wann wir diesen Hurensohn umbringen. Und wie? Wir legen ihn überhaupt nicht um. Wir tun es nicht. Bevor Sie Ihre Entscheidung fällen, möchte ich vorschlagen, dass wir Kimball nicht liquidieren, sondern unter unseren Einfluss bringen, indem wir ein Gehirnimplantat verwenden, das ich entwickelt habe. Dann wird er alles tun, was wir wollen. Also kurz gesagt, alle haben zumindest irgendeinen Plan und tun auch irgendwas. Nur Captain ahnungslos, macht gar nichts. Sein einziger kurzer Heldenauftritt im letzten Block bestand darin, feige durch den Wald zu laufen und einer jungen Frau sein Schild an die Nuschel zu pfeffern. Ja, und sich dann von der Ausgenockten auch noch auf freier Blümchenwiese anschießen und von einem dicken alten Reporter im Klappertruck das Leben retten lassen. Du, das ist nicht wirklich der Actionheld, wie ich ihn aus den Comics und neueren Filmen kenne. Ja? Ich meine, der hätte sich dem minderwertigen Mofa-Trio doch einfach mutig entgegengestellt und die drei Knatterköpfe mit ein paar coolen Moves ratzfatz außer Gefecht gesetzt. Aber unser Captain Affenarsch hier tut einfach gar nichts, die faule Sau. Die meiste Zeit sitzt er nur in Omas alter Strickjacke mit der Tochter seiner früheren Freundin zu Hause unter der Kuscheldecke, blättert im Fotoalbum und jammert, was er doch für ein Versager ist. Und alles, was in diesem Buch steht, ist wahr. Das bedeutet, Red Skull ist noch am Leben. Wenn ich ihn ausgeschaltet hätte, wäre das alles nicht passiert. Oh Gott. Ja, um ehrlich zu sein, macht sich hier aber keiner wirklich tot. Selbst der Präsident bei seiner Mission, die Welt zu retten, legt anscheinend die meiste Zeit auch nur faul die Mauken auf den Schreibtisch. Und die sogenannte Schurkenbande, vor denen man ja irgendwie sowas wie Angst oder zumindest Respekt haben sollte, macht im Grunde gar nichts und sitzt nur dösig am Pool oder im Privatjet rum, wie eine Horde gelangweilter Topmodel-Kandidatinnen auf der Fashion Week, wenn der Koks-Dealer noch im Stau steht. Ach Gott, mein Gott, was ist denn los mit dir? Du weinst ja. Och, das scheint dir ja doch alles ziemlich nahe zu gehen, mein kleiner Captain Adipositas. Hm? Naja, ich meine, was soll ich denn machen? Ich kann doch nicht weiter so tun, als wäre hier alles in Ordnung, Mensch. Das ist doch nichts als eine riesige, wurstwarme, beschissen bittere Mega-Enttäuschung. Ja, ehrlich, nicht mal schön saufen kann man sich die Kacke. Gerade mal 12 läppische Oh Captain, mein Captain America, hip hip hurra für uns ehrlich anständige Heldenanhänger, ja. Da kriegt die Leber doch eine Staublunge. Und ihr pissigen Landesverräter und hämischen Fehlerabfeierer hattet schon volle 26 Heidewitzka, Herr Kapitän USA, Tatütata. Na, aber das ist doch auch schön. Jetzt sei doch nicht so traurig, mein kleiner Moppelpoppel. Du bist doch hier für die gut gelaunt inhaltsleere Scheiße schön Laberei zuständig. Wenn du einknickst und weinst, ja, dann krieg ich auch Tränen. Was hat dich denn nur so besonders fertig gemacht? Naja, was soll ich denn sagen? Der Captain Armleuchter hier, der hat sich ja bisher schon echt eine gequirlte Scheiße zusammengestümpert, ja. Als trainiere er für eine Goldmedaille im Marathon-Verbocken der Versager-Olympiade. Aber das hier... Olli... Das hier war wirklich die beschämendste, traurigste und erbärmlichste Aktion, die ich jemals von einem Superhelden ever in einem Superheldenfilm erleben musste. Oh mein Gott. Würden Sie bitte rechts ranfahren? Mir wird schlecht. Was? Würden Sie bitte rechts ranfahren? Mir wird nämlich gleich schlecht. Okay, einverstanden. Captain,
Ist alles in Ordnung? Ich meine, warten Sie doch! Moment mal! Hey! Sie können mich doch hier nicht stehen lassen! Warten Sie, Captain! Nein, ich will das nicht glauben, dass ich das gerade noch einmal sehen muss. Das verstehe ich ja. Das darf doch einfach nicht wahr sein. Einer der größten Superhelden der Erde klaut seinem Lebensretter das Auto durch gefakte Reisekrankheit unter Vortäuschung falscher Kotzreize. Wie ein kleines Mädchen, das in den Ferien nicht ins Landschulheim möchte. Ich muss es an dieser Stelle einfach sagen. So traurig es ist, das ist nicht mein Captain. Oder wie David Bowie es einst so richtig ausdrückte: This is not America. Sha-na-na-na-na. Oh no, this is not America. Sha-na-na-na-na. This is not America. Sha-na-na-na-na. Ich weiß nicht, was ohne Ma aus ihm werden soll. Es tut mir wirklich leid, aber Sie müssen jetzt gehen. Bernie. Weißt du, was er jetzt am liebsten hätte? Ich gratuliere. Fabelhaft, Jackie. Ich danke Ihnen recht herzlich. Und es geht weiter. Wir unterbrechen die Sendung für einen Sonderbericht. Gegen 11.49 Uhr Eastern Standard Time wurde der Präsident der Vereinigten Staaten aus seinem Hotel in Rom von einer Gruppe nicht identifizierter Terroristen entführt. Nähere Einzelheiten sind zurzeit noch unklar, aber wir haben erfahren, dass eine Gruppe von 20 schwer bewaffneten Männern das Hotel gestürmt hat. Es ist zurzeit nicht bekannt, ob der Präsident bei der Entführung verletzt wurde. Der Hintergrund der Entführung und die Identität der Terroristen sind ebenfalls ungeklärt, geben aber zu vielen Spekulationen. Was ist das nur für eine Welt? Das waren dieselben Leute. Was meinen Sie damit? Die Männer, die den Präsidenten entführt haben, sind dieselben Männer, die bei euch zu Hause waren. Dr. Fasellis Tagebücher. Alles, was ich bisher sagen kann, Barbara, ist, dass wir einigen konkreten Hinweisen und Spuren nachgehen. Und wir alle sollten die Ruhe bewahren und in diesem Fall zusammenarbeiten. Ich bin überzeugt, dass wir bereits morgen früh eine positive Meldung machen können. Und ich habe das Gefühl, entschuldigen Sie, Barbara, dass wir alle eine lange Nacht vor uns haben. Wir alle, denke ich. Das Labor war unter einem Restaurant hier in der Gegend. Es müsste ungefähr... Ja, hier. Wahnsinn.
Ich danke Ihnen, dass Sie mir die Chance geben, Unrecht wieder gut zu machen. Oh mein Gott. Das hat alles stattgefunden. Wo ist er? Dr. Vasellis Tagebuch. Na, endlich. Sallys Tagebuch. Das werde ich Red Skull bringen. Seine Befehle von seiner Tochter. Hier steht es ja. Ich habe den Namen des armen Jungen nie erfahren, aber ich hörte, dass er aus einer Stadt namens Porto Venere in Norditalien kam. Der Junge wurde aus einem Haus in der Via Cavour geholt. Casa dei Tre Angeli. Haus der drei Engel. Vielleicht weiß jemand in Porto Venere, wie Red Skull damals als Junge hieß. Sie sind ja noch hier. Wieso tun Sie es nicht endlich und machen Schluss? Oh, das würde ich zu gern tun, Mr. President. Aber bedauerlicherweise müssen diese Chemikalien 24 Stunden lang auf das Gehirn einwirken, bevor das Gewebe das Implantat annimmt. Sie sind ein Psychopath. Oder haben Sie was Spezielles geplant? Geplant? Natürlich. Ich werde Präsident der Vereinigten Staaten. Ist das nicht etwas, wovon jeder Junge träumt? Für wie dumm halten Sie uns? Meine Männer werden dieses Versteck in den nächsten 24 Stunden gefunden haben. Oh nein, ein versteckter Sender. Sieht er ungefähr wie dieser aus? Schmerzlos unter dem rechten Backenzahn entfernt, als Sie bewusstlos waren. Oh, und so leicht zu deaktivieren. Aber keine Bange. Den nächsten lassen wir in Japan herstellen. Also, bis später. Sagen wir in 24 Stunden, Mr. President.
auf, hier ist Rom und hier ist Porto Venere. Wenn wir ordentlich Gas geben, können wir bis zur Mittagszeit ankommen. Sharon, kannst du mal einen Augenblick rechts ranfahren? Ich glaube, mir wird schlecht. Captain America wird vom Autofahren schlecht? Ist dir wirklich so schlecht? Was soll denn das? Moment mal, Steve, warte! Was hast du denn vor? Ich darf dich nicht in Gefahr bringen. Das ist das Einzige, was ich für Bernie tun kann. Danke für deine Hilfe. Danke für meine Hilfe? Mach die Tür auf! Steve! Und dieser Idiot! Verdammt, das gibt's doch gar nicht! Taxi! Hallo? Hallo! Buongiorno, qui sopra. Cosa volete? Vielleicht können Sie mir eine Frage beantworten. Ich wollte nur gerne erfahren, ob Sie irgendetwas über diese Leute wissen, die früher mal hier unten gewohnt haben. Buongiorno! Ich bitte vielmals um Entschuldigung, wenn wir Sie stören. Dovete attraversare il cancello. Il sotterraneo era in rovina quando i miei hanno comprato la casa. Da un'esplosione. Ma hanno trovato qualcosa nelle macerie che sicuramente apparteneva alla gente che voi state cercando. Chissà perché mia madre l'ha conservato. Forse adesso ha trovato la risposta. Sieh mal. Was ist denn das? Ein Drahtonaufnahmegerät. Ich hatte früher auch so eins als Kind. Ob es jemanden in der Gegend gibt, der alte Radios und so etwas repariert? Also in den letzten 20 Jahren habe ich so ein Gerät nicht mehr gesehen. Können Sie das noch mal laufen lassen? Ja, natürlich. Ich glaube, es bringt nicht viel, wenn wir im Telefonbuch suchen. Nein, du hast recht, das führt uns nicht weiter. Wieso setzt du nicht eine Anzeige unter Verschiedenes in die Zeitung? Ich würde schreiben, abgetakelter Superheld sucht Milliardär und früheres Wunderkind mit einer Hand und einem zurechtgeflickten Gesicht. Diskretion garantiert. Also gut, ist ja okay. Es tut mir leid, dass ich dich angeschmiert habe. Was soll ich denn machen? Auf die Knie fallen? Was soll denn das? Bist du verrückt? Da hinten sind sie! Du musst bremsen! Schon. Ich müsste mir eine neue kaufen. Ich danke Ihnen.
Geheimnis daraus machen. Wir haben sie abgehängt. Da bin ich mir nicht sicher. Die Typen sind zu allem fähig. Allmählich glaube ich, dass du unter Verfolgungswahn leidest. Sieh nur. Das ist er. San Lorenzo. Insel San Lorenzo. San Lorenzo liegt etwa 50 Kilometer die Küste runter. Und da wir gerade in der Nachbarschaft sind, meinst du, dass wir dort mal hinfahren sollten? Ich wollte schon immer den Präsidenten kennenlernen. Valentina! Wenn wir zu Red Skulls Festung kommen, möchte ich, dass du außer Sichtweite bleibst und mich meinen Job machen lässt. Wir haben aber auch wirklich Pech. Okay, halt dich fest. Gib dir einen guten Rat, meine Freundin. Dieses ewige Herumgerase ist unheimlich schlecht für dich. Wenn du nicht aufpasst, kriegst du vielleicht noch furchtbare Falten. Hier und hier. Und hier. Wie deine Mutter. Der Blutdruck ist normal. Die Auszählung der weißen Blutkörperchen ergab 20%. Der seröse Ausfluss liegt jetzt bei 7%. Vereinfachen Sie es. Heißt das, dass wir die Implantation nicht durchführen können? Ich kann das Gelingen erst garantieren, wenn der Blutdruck ein paar Punkte nach oben geht. Und wann wird das sein? Um absolut sicher zu gehen, sagen wir in 20 Minuten. Wozu ist denn die Waffe des Sentis? Was? Das hier, das ist keine Waffe. Das ist ein chirurgisches Instrument, das speziell für Sie angefertigt wurde. Oh, das ist doch nun wirklich keine Tragödie, Tom. Begreifen Sie doch, dass Ihr Volk mit einem neuen Präsidenten bedeutend glücklicher wird. Wir sehen uns dann in 20 Minuten. Thank you.
Diesmal mache ich keinen Fehler. Noch 15 Minuten. So läuft das nicht. Wenn es eine Chance gibt, aus der Zelle rauszukommen, egal wie groß das Risiko ist, dann müssen Sie es jetzt tun. Sharon! Zurück, Mr. President. Es ist vorbei. Sie brauchen mich für Ihren Plan, nicht wahr? Selbstverständlich. Dann können Sie nicht gewinnen. Oh. Nein! Nicht sein, Peter. Nein, das kann und das darf einfach nicht wahr sein. Sag mir, dass das nicht wahr ist. Er hat es nicht wirklich schon wieder getan, oder? Doch. Doch, Olli. Ich fürchte, es war kein Albtraum und keine Halluzination. Ich glaube, er hat es wirklich nochmal getan. Sharon, kannst du mal einen Augenblick rechts ranfahren? Ich glaube, mir wird schlecht. Captain America wird vom Autofahren schlecht? Ist dir wirklich so schlecht? Was soll denn das? Moment mal, Steve, warte! Was hast du denn vor? Ich darf dich nicht in Gefahr bringen. Das ist das Einzige, was ich für Bernie tun kann. Danke für deine Hilfe. Okay, ohne Scheiß. So langsam weiß ich auch nicht mehr, was ich noch sagen soll oder warum ich überhaupt hier bin, ja? Das ist doch wirklich kein Superheldenfilm mehr mit Oma Eusebias vorgetäuschten Würgereizen beim Autofahren durch die Botanik. Wo verdammt nochmal bleibt Captain Blaumeise in seinem Kostüm, der Schurken vermöbelt und spektakuläre Dinge tut? Die meiste Zeit sieht das doch dösiger aus als bei Rosamunde Pilcher mit diesem gelangweilten Urlaubspärchen, das im Sommer-Sonderangebots-Outfit aus dem Otto-Katalog durch die Toskana tuckert und sich als einzige Aufregung im Leben zweimal täglich gegenseitig das Auto klaut. Allein hast du bessere Chancen. Ich bin dir nur im Weg. Was machst du denn? Ja, was machst du denn? Das fragt man sich hier inzwischen mehrfach pro Minute. Und auch diese Tat von Blondschopf Sharon erschließt sich einem nicht wirklich, weil sie danach ja nur schnurstracks auf die missmutige Meute gelangweilt wartender Meuchelmördermodels zufährt und sich gefangen nehmen lässt. Was war ihr Plan? Dem Helden seine Arbeit erleichtern, indem sie ihm ein weiteres Opfer schenkt, das er irgendwann retten kann? Wollte sie Captain Fußgänger durch ihr Umsteigen ins Auto der Bösewichterbande eine halbe Minute Vorsprung verschaffen? Oder wollte sie einfach nicht mehr in den beschissenen kleinen Fiat fahren? Ich weiß es nicht, Peter. Ehrlich. Und ist mir jetzt auch fast schon egal. Ja, in diesem Zusammenhang möchte ich aber gern noch auf eine der am beschissensten geplanten, durchgeführten und filmisch inszenierten Mordanschläge eingehen, die ich jemals gesehen habe. Ach,
Zwei aufgebrezelte Killertussen wollen auf einem kleinen öffentlichen Platz Captain Kankenkin und seine blonde Nervnuss beim Cappuccino-Schlürfen umlegen. Ja, so weit, so einfach. Da könnte man von überall her schießen. Ihnen sogar einfach direkt am Tisch in den Kopf. Denn sie kommen ja extra noch auf Körpernähe, um die gelbe Trine frech anzurempeln. Doch nein, sie setzen sich an den Tisch dahinter und ziehen in exaltierter Lahmarschigkeit ihre Knarren, aber Blondblödchen reagiert darauf überhaupt nicht, obwohl sie genau draufglotzt. Und erst ihre gesamte Munition treffen nicht ein einziges Mal und lassen am Ende sogar noch den Personalausweis mit Namen und Adressen am Tatort liegen. Mann, also, ah! Wenn ich der Red Skull wäre, ja? Ich würde als erstes mal ein paar echte Profikiller engagieren und das gesamte unfähige Vollpfostenpersonal erledigen lassen, das da nur überbezahlt in Designerfummel am Pool rumhängt und Scheiße baut. Vollkommen korrekt. Ja. Vollkommen korrekt. Verstehe auch nicht, wieso der überhaupt andauernd seine sackdoofe Pfeifenparade dem Amerikamann hinterher schickt. Um den muss er sich doch gar keine Sorgen machen. Der kann ja eh nix. Aber dass man den zu Fuß flüchtenden Flöten-August in Zivil nicht mal mit Porsche, Motorrad und schwerer Bewaffnung überwältigen kann, das ist mindestens genauso unfassbar peinlich wie die Tatsache, dass der sogar auf einem Klapprad zu doof zum Bremsen ist und mit seiner blonden Begleitpflaume am Ende ins Wasser fällt, wie Inspektor Clouseau an einem seiner besonders tollpatschigen Tage. Was an Doofheit allerdings noch dadurch getoppt wird, dass die saublöden Mördermuschis nicht mal die 5 Sekunden abwarten, bis sie wieder aufgetaucht sind, sondern einfach beleidigt abziehen, weil sie sonst wohl hätten Überstunden machen müssen. Kurz gesagt, sowohl die Guten wie auch die Bösen versuchen inzwischen nur noch, sich in Unlogik, Unvermögen und Unfähigkeit gegenseitig zu übertreffen. Eine Art, ja, bematschten Battle der Blödmannsgehilfen. Apropos Battle. Also deine 36 Drinks für Team Zero bisher lassen die Laune bei uns aufrichtigen Bewahrern des Guten und Wahrhaften mit 21 mengenmäßig fast antialkoholischen Gnadenschlückchen auch nicht gerade in die Höhe schnell. Ne? Also ich habe jedenfalls so langsam keinen Bock mehr. Ich möchte nach Hause und einen der richtigen Captain America-Filme in den Player schmeißen und mich besaufen und irgendwann vergessen, dass es diesen Scheiß hier überhaupt gegeben hat. Ich habe keine Lusten mehr, Mann. Ja, jetzt übertreib mal nicht. Hör jetzt auf. Jetzt werd doch nicht depressiv. Nicht du, Bruder Popo Sunshine. Komm, da ist noch so viel Schönes, Beschissenes gewesen, worüber wir reden könnten. Ne, zum Beispiel, dass die alle wie die Geisteskranken das ominöse Buch von Dr. Fusilli suchen, obwohl es seit 50 Jahren einfach unverschlossen in ihrer alten Schublade liegt. Dr. Fusillis Tagebuch. Na, endlich. Och nee, sei still. Jetzt erwähn das doch nicht noch extra, Mensch. Oder wie unser waschlappiges Hobby-Detektivpärchen mit dem ominösen Drahttonaufnahmegerät aus der Grabbelkiste der abgemurksten Rotmurmelfamilie extra zu einem Experten geht, nur damit der den Anschalter betätigt. Ein Drahttonaufnahmegerät. Ich hatte früher auch so eins als Kind. Ob es jemanden in der Gegend gibt, der alte Radios und so etwas repariert? Also in den letzten 20 Jahren habe ich so ein Gerät nicht mehr gesehen. Komm, gib's zu. Also das war schon schweinelustig. Die beste Expertenreparaturszene aller Zeiten. Klick an, läuft. Dagegen kannst du James Bond und Q doch komplett in die Tonne kloppen. Nein, Peter, sorry. Ist vorbei jetzt. Ich kann selbst darüber nicht mehr lachen. Oh Mann, ich hatte mich so sehr auf diesen Film gefreut, ja. Aber meine zarte Filmfanseele wurde zerfetzt, zertrampelt und lachend darauf uriniert. Ich bin durch, echt. Hör auf. Dieser Scheißstreifen hat es geschafft. Ich bin gebrochen. Ende. Captain Arschloch ist der letzte tranige Turnbeutel vergnügt. Es ist vorbei. Sie brauchen mich für Ihren Plan, nicht wahr? Selbstverständlich. Dann können Sie nicht gewinnen. Nein. Lass
lass es, Peter, hör auf. Ja. Du kannst nicht so hemmungslos positiv lügen wie ich. Ja. Das nimmt dir keiner ab, ehrlich, hör auf. Echt nicht? Nee. Okay. Na dann, fahrt halt die Scheiße ab. Geh jetzt pissen und deine Quarzen, ist doch auf Wumpe jetzt. Die Luft ist hier eh raus. Die reicht noch nicht mal mehr für einen Furz aus Verzweiflung. Dreckskacke hier. Bitte. Das ist mein Peter, hä? Film ab. Danke, vielen Dank. Nicht der Rede wert, Sir. Steve Rogers. Wir kennen uns bereits. Ich wüsste nicht, woher. Was? Sie waren der kleine Junge? Ich habe auf diesen Moment eine Ewigkeit gewartet. Das kann ich mir vorstellen. Wir müssen hier raus, Mr. President. Ja. Sam prophezeite mir, dass das geschehen würde. Er wollte, dass ich Ihnen das gebe. Das war das Letzte, was er vor seinem Tod sagte. Sie haben ihn ermordet. Sie haben Scherben. Ja, ich weiß. Warten Sie an der Nordseite. Es gibt unten am Cliff Höhlen, wo Sie sich verstecken können. Ich hole Sie ab, wenn das erledigt ist. Soll das ein Scherz sein? Ich werde Captain America nicht im Stich lassen. Los gehen wir! Verzeihen Sie, Sir. Ich fordere Hilfe an. Mr. President. Mr. President, die Verfestung ist unter Kontrolle. Ich leite das Kommando hier. Wissen Sie was, Fleming? Ich habe keine Ahnung, wo du herkommst und warum du dich so wenig verändert hast. Aber das ist auch unwichtig, mein Bruder. Denn heute stirbst du. Vor 50 Jahren warst du Dr. Fasellis lächerliche Fiktion. Du bist ein tölpelhaftes Symbol, das niemanden interessiert. Mich schon. Ach, tatsächlich. Dann komm zu mir, mein Bruder. Lass uns sehen, ob dein Herz stärker ist als mein Hass. Zweite Wahl, kleiner Bruder. Hör auf, mich deinen Bruder zu nennen! Oh.
Mr. President, ich danke Ihnen. Als du meine Mutter umgebracht hast? Dichter. Nein, das ginge zu schnell. Es wäre mir lieber, du stirbst schon langsam. Das war nur eine Kanone. Das hier ist eine Sprengkapsel. Hast du wirklich erwartet, mich lebend zu bekommen? Verglichen mit der Megatonnen-Sprengkraft ist diese Kapsel, die ich in der Hand halte, nur eine Kartoffel. Aber sie reicht aus, um dafür zu sorgen, dass ganz Südeuropa radioaktiv verseucht wird. Die nächsten anderthalb Jahrhunderte gibt es hier kein Leben mehr. Plus ein oder zwei Dekaden. ...70 Millionen Leben werden einfach ausgelöscht wie eine Kerze. Ja, und Captain America ist völlig machtlos dagegen. Papa! Passiert! 12 Minuten. DeSantis! Wir sind beide Tragöden. Und jetzt werde ich unseren gepeinigten Seelen endgültigen Frieden schenken. Das gilt nur für dich.
In Rom unterschrieben heute 116 Nationen einen Vertrag zum Schutz der Umwelt. Im Anschluss an die Unterzeichnung betonte Präsident Kimball, dass wir der vielen Menschen gedenken sollten, die heldenhaft alles geopfert haben, um unsere Welt lebenswerter zu machen. Der Präsident schloss seine Erklärung mit einer merkwürdigen Botschaft. An Captain America, wo immer er sein möge. Der Kampf geht weiter. Na, meine lieben Schläfatzer und Fatzerinnen, was meint ihr? War das nicht ein wirklich gigantomanischer, kübelvollgequirlter Brainfuck-Sülze? 43 feuchtfröhliche Versagerhumpen gegen erbärmlich luschige 27 halbherzige Hero-Schlückchen für den trantütigen Trikoloren-Trottel. Was für eine herbe Enttäuschung und was für eine Schande, die einem der größten Helden dieser Erde mit diesem dahingegöbelten Zelluloid-Gewölle hier angetan wurde. Wobei ich anmerken möchte, ich gönne euch verzweifelt Dürstenden, möchte gern Hero-Losern ja wirklich jeden Drink, den ihr am Ende noch irgendwie mit ganz viel Mitleid bei der Cocktail-Jury herausschlagen konntet. Aber wenn man sich mal anschaut, wofür eigentlich, beziehungsweise was der sagenumwobene Captain Andorra uns da als spektakuläre Superhelden-Stunt-Artistik im Finale geboten hat, dann müsstet ihr eigentlich eure Drinks noch nachträglich alle freiwillig ausspucken. Goodbye, Captain. Captain America, you're flying high in your empty sky. Goodbye, Captain America, goodbye. Ja, Peter, du hast ja recht. Ich will ja auch gar nichts mehr schönreden. Mein blinder Optimismus und die genetisch angeborene gute Laune liegen zerfetzt und mit schweren roten Gummistiefeln zertrampelt am Boden der grausamen Realität. Du hast gewonnen. Ja. Was Captain Artistica da am Ende rumgehüpft ist, das wäre mehr was für die turnende Clownsgruppe im Kinderzirkus Flickflack. Ja, wenn du dagegen den Präsidenten Kimball anschaust, ganz bescheiden und ohne Kostüm, dann weißt du, was hier falsch gelaufen ist. Der hätte einen eigenen Film verdient, in dem er den dusseligen Captain beschützt. Auch wenn ich ja nicht mehr inhaltlich nachfragen wollte, aber was sollte eigentlich dieses ganze Geschisse um die verschollene Drahttonaufnahme vom Gemetzel an der Familie des klavierspielenden Klimperkopfs als Kind? Das zieht sich ja durch den ganzen Rotz. Am Ende spielt Captain Audiotape ihm dann noch das Teil vor. Der runzlige Rotkopf zögert auch noch mal 5 Sekunden und guckt, als ob er am liebsten gleich heulen oder einen Welpen adoptieren würde. Aber dann will er ja doch nur weiter alle umbringen. Was sollte das also alles? Wir sind beide Tragöden. Und jetzt werde ich unseren gepeinigten Seelen endgültigen Frieden schenken. Das gilt nur für dich. Ja, keine Ahnung. Mann, ich weiß es nicht, Peter. Und ich will es auch gar nicht wissen. Im Grunde tut mir der feuerrote Narbenhorst ja auch fast leid. Ich meine, der war doch anfangs ein ganz friedlicher Pianopuper und wurde dann von den Nazis zu einem Superschurken umoperiert. Der konnte ja irgendwie auch gar nichts dafür und war im Grunde eine tragische Figur. Aber auch das hat hier keine Sau interessiert. Nein, ehrlich gesagt hat sich hier niemand für irgendwas oder irgendjemand interessiert, vor allem aber nicht für Captain America, für Comics oder dafür einen erträglichen Film zu machen. Man wollte einfach nur billig Urlaub in Dubrovnik machen und behaupten, man wäre in Italien gewesen und nebenbei irgendeine belanglose Scheiße abdrehen. Nur leider konnte man sich die Leihgebühr für das wichtige Superheldenkostüm nur ein Wochenende leisten. Ja, sehr richtig gesagt, Peter. Und deshalb haben wir auch nur noch eine einzige musikalische Botschaft an diesen Film.
Verpiss dich bloß, Captain America. Du bist gar kein Captain America. Lahmarschiger als mein Uropa. In seiner Joy und Tatütata. Schäm dich bloß, Captain America. So wirst du niemals ein Superstar. Du tauchst jetzt unter im Nirvana. Doch wir sind am Freitag schon wieder da. Jawohl, so ist das. Captain Tschüssikowski kann sein Schild an den Nagel hängen. Aber wir sehen uns nächsten Freitag wieder bei Schläfert. Yippie-Kaye! Olli, würdest du mal bitte nicht so laut sein? Und ja, und nicht so hektisch. Mir wird davon übel. Oh, ganz schlecht wird mir. Also mir wird schlecht. Sei still, bitte. Ja? Aber was ist denn los? Geht's dir jetzt wirklich so schlecht, nur weil ich eben mal ein bisschen laut... Nein, nicht du auch noch, Mensch. Nein, das kann ich wirklich nicht. Du kannst mich nicht einfach alleine lassen. Nicht mit diesem verschissenen Kacktrick, Mensch. Peter!